Auch beim FCA war man in Gedanken bei den Opfern des grausamen Amoklaufs von München. Zum Testspiel gegen Sparta Rotterdam zeigte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster ihre Anteilnahme und lief in Trauerflor auf. Außerdem gab es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute, bei der sowohl die Spieler als auch die Zuschauer kurz innehielten. Dann pfiff Bundesliga-Schiedsrichter Marco Fritz die Partie an. Die erste Möglichkeit für den FCA gab es bereits in der 11. Minute nach einer Ecke. Weiter Ball von Daniel Bayer und Kayubi mit dem Kopf ans Außennetz. Klasse, wie der Brasilianer dort hochsteigt. Nur 5 Minuten später Sparta Rotterdam auf dem Weg Richtung Augsburger Tor. Dann das Foul von FCA-Verteidiger Christoph Janker. Den folgenden Freistoß führt Ryan Sanusi aus. Und wie? Direkt ans Aluminium. Klasse Schuss des 24-Jährigen. Den hat er selbst schon kurzzeitig drin gesehen. Dann länger nichts zu sehen. Zeit für uns, einen Blick in die Abwehr zu werfen. Dort stand bereits FCA-Neuzugang Gojko Kacza auf dem Rasen. Unter der Woche unterschrieb der 29-jährige Defensivspieler einen 2-Jahres-Vertrag bei den Schwaben. Wieder Ecke durch Bayer, die kommt durch zu Takashi Usami und dann steht in der Mitte Tim Mattausch, der nur knapp am holländischen Keeper scheitert. Beobachtet wurde das Spielgeschehen von ihm hier, Marvin Hitz. Am Dienstag kam er aus dem Urlaub zurück und ist nun froh, wieder beim Team zu sein. Ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub und ja, da freut man sich auch wieder aufs Training, das muss ich schon ehrlich sagen. Das ist schon das, was einem dann auch so nach 2 Wochen nichts tun ist. Das ist ganz schön, aber so in der letzten Woche merkt man, dass es langsam wieder losgehen muss und jetzt bin ich wieder froh, dabei zu sein. Während Dirk Schuster die Halbzeitansprache hält, lässt Marvin Hitz nochmal die Europameisterschaft Revue passieren und zeigt sich zufrieden. Ja, es war auch sicher unser Ziel, war das Achtelfinale, das haben wir erreicht, aber ich glaube, jeder, der es gesehen hat, hat gesehen, dass ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Es hat dann leider nicht geklappt. Im Elfmeterschießen ist es immer auch ein bisschen Glück. Die Gegner haben richtig gut geschossen, wir haben einen verschossen und dann so sind wir leider dann unglücklich ausgeschieden, aber es war sicher ein schönes Erlebnis. Wie ist die Stimmung so in der Mannschaft jetzt nach 3-4 Wochen Vorbereitung? Ja, das, was ich mitbekommen habe, ist die Stimmung immer noch gut. Jeder zieht voll mit. Ist klar, es ist anstrengend. Es ist vielleicht ein bisschen anstrengender als letztes Jahr, aber jeder sieht eine neue Chance, ein neuer Trainer und das merkt man jeden Tag im Training. Und du selber kannst schon wieder Vollgas geben oder steckt die EM noch in den Händen oder in den Beinen? Nee, ich kann schon wieder Vollgas geben, aber ist auch klar, dass nach 2-3 Tagen dann, dass man noch ein bisschen Zeit braucht, aber es fühlt sich gut an. Die rund 1000 Zuschauer in Wangen hofften nach einer kampfbetonten, aber dennoch mäßigen ersten Halbzeit auf Tore im zweiten Durchgang. In Minute 51 war die nächste Chance dazu da. Clever rübergelegt von Raul Bobadilla und dann Sean Parker mit dem Versuch. Es soll nicht seine letzte Möglichkeit für heute gewesen sein. Für ihn gab es hingegen in Halbzeit 2 nichts zu tun. FCA-Torwart Andreas Lute konnte auf seine Vordermänner setzen. 77 Minuten bereits gespielt. Georg Teigl auf Parker, knapp am langen Pfosten vorbei. Die letzte Minute immer noch 0:0, aber die Position sieht wieder vielversprechend aus. Bobadilla mit der Hereingabe, zunächst scheint der Ball geklärt. Doch dann kommt erneut Sean Parker zum Schuss. Ein wirklich gutes Spiel des Offensivmanns. Dann war Schluss, 0:0 der Endstand. Trainer Dirk Schuster war trotz Unentschieden zufrieden. Ja, positiv erstmal zu sehen, 0:0 gespielt zu haben, wenig Chancen zugelassen zu haben. Nach hinten haben wir sehr ordentlich gearbeitet, waren relativ zügig hinterm Ball, haben sehr diszipliniert verteidigt, haben im Gegensatz zu den letzten Spielen auch kompakter gespielt, die Räume enger gehabt. Nach vorne haben wir noch ein bisschen Arbeit, das haben wir auch gesehen, aber ich denke trotzdem, dass wir uns gegen eine Mannschaft, die eine Woche vor Rundenbeginn in Holland ist, mit Sicherheit auch physisch und besser drauf ist und etwas spritziger ist als wir. Ich glaube, von der Bereitschaft her eine sehr ordentliche Leistung geboten und ja, in einem kampfbetonten Spiel auch den Holländern alles abverlangt. Und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, aber der wird noch relativ lang werden. Das letzte Testspiel, bevor es ins Trainingslager nach Mals geht, findet am Freitag in Nürnberg gegen den Club statt.